bei den besten Maps der Woche. Wir fangen mit der Pulau an. Ein originalgetreuer Nachbau des Dorfes Pulau, das sich in Polen der Woiwodschaft Oppeln befindet. So, ungefähr 60 neue Gebäudemodelle. Finde ich mal was Gutes. 56 Felder. Multitreuboden, abwechslungsreiches Gelände. Naja, nicht ganz abwechslungsreich, eher flach gehalten. Aber ein paar Hügel sind auch dabei. Da kommen drei spielbare Bauernhöfe dazu. Saisonale Objekte, Sägewerk. Zwei Tankstellen gibt es auch. Sammlerstücke darf man nicht vergessen. Kalkstation, Kaufstelle für Gülle und. Also eine voll bepackte Karte. Und ich kann im Prinzip jedem empfehlen, sie zumindest einmal anzuschauen. Für jeden wird sie sicher nicht sein, aber sie hat es für meine Meinung doch etwas Spezielles. Weiter geht es mit der Another World oder der anderen Welt. Die Karte kommt vom Design Farming Tina Inc. So, 232 Felder. Dann gibt es noch Wälder, nämlich 11. Die kann man auch alle kaufen. Wasserstelle am Fluss und an Wäldern. Dann 20 Verkaufspunkte insgesamt. Wildschweine sind auch im Wald zu finden. Dann zusätzliche Feldfrüchte gibt es auch, nämlich Roggen, Dinkel, Triticale, Hirse, Zwiebeln, Hopfen, Rotkohl, Weißkohl und Karotten. Dann weiters gibt es 30 Produktionen zusätzlich, mehrere Farmen, französische Nummernschilder aus der Normandie. Precision Farming kann man auf der Karte auch benutzen. So, und die Seasons, also das saisonale Wachstum, wurde auch überarbeitet. So, und ich finde, ehrlich gesagt, die andere Welt ist eine schöne Karte. Und ja, es gibt auch ein paar kleine Fehler. Nämlich bei der Straße am Hof scheint die untere Textur durch bis zum oder bis zur ersten Kreuzung. Aber ich glaube, das ist gewollt und ist nur ja ein vertretbarer Fehler, über den man auch hinwegsehen kann. Karte Nummer 3 heute oder für die Woche ist die Altkirche im Elsass. V1, sie ist Precision Farming Ready, getestet wurde sie. Meist Plus kann nur zum Teil verwendet werden. Und sie kommt von Ruhm Modding, IFCO, Andreas K85, FM Modding und Bauer Horst. Beziehungsweise Martin Crow. Die anderen waren, glaube ich, nur die Tester. Oder schätze ich, es waren nur die Tester. So, die Alke kennen wir ja schon vom LS19 her. Und die Map beinhaltet einige Produktionen und auch sehr viele Felder. So, ich finde, das ist die von der Felleraufteilung her die schönste Karte dieser Woche. Von der Ebene her nicht so, aber ehrlich gesagt, jeder sollte auch diese Karte spielen oder, naja, jeder, je nachdem, auf was man halt selber steht. Mir gefällt sie von der Felleraufteilung, wie schon gesagt, und das war's dann auch soweit für diese Woche. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.